Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschi, da sind wir wieder. Wir verpassen gerade so aus dem Unterricht, vielleicht schaffe ich es noch. Aber heutige Thematiken sind Menschen. Heute reden wir mal über Menschen. Facebook-Menschen. Ich habe nur noch 10 Sekunden Zeit. Okay, ich schaffe den Unterricht nicht mehr. Das ist gleich vorbei. Ah, fick die Hölle. Ja, sind wir mal ehrlich, ne? Diese Typen, ne? Die Fotos von Müll machen, egal welcher Größe, egal welcher Art, anfangen rumzuheulen und rumzujammern. Oh, da hat jemand Müll liegen lassen. Mi, 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 mi. Ja, diese Leute, ne? Die dann nicht mal in der Lage sind, irgendwie, sich an gewisse Meldestellen zu wenden, dummer Hurensohn. Ja, oder den Müll wegzuräumen. Geht mir nicht auf den Sack, ihr dummen. Hasse Menschen. Sag mal! Ja, auf jeden Fall diese berühmten Menschen, ne? Ich meine, hört mal, Leute. Ich habe enorme Rückenschmerzen den Tag. Ich hab's mit der Bandscheibe. Dazu bin ich noch krank und selbst ich krieg das hin, die fucking. Also meinen Teil dazu beizutragen, diese beschissene Stadt sauber zu halten. Und wenn die Teile zu groß sind, dann gibt's Meldestellen. Wo du solche illegalen Müllplätze melden kannst, sagen kannst, hier Leute, hör mal. Hier ist Müll, tut mal was. Geht dann leider auf die Kosten der Steuerzahler und man versucht zwar noch den Schuldigen zu finden, aber wenn es nicht anders geht. Ja, und dann immer diese Facebook-Pussys, anstatt irgendwie dann seinen Arsch hochzukriegen. Heißt es dann, ja, aber scroll weiter, Beleidigung hier, Beleidigung da. Alter, selbst ich krieg das hin. Und ich habe täglich Schmerzen. Ne, also. Solche Menschen, ne? Ich immer das Kotzen. Oh, here he is, Mr. Big. Oh, can't you just get lost? Or help, we're trying to get out of here. Come on, Muscles. We've not got long. What are you talking about? The jocks are coming to kill us. Oh, thanks to you and your sordid little pictures. You wanted them. You're the sicko. A healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Anyway, this is not important right now. I am about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? I need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead! Okay. I love you, my friend! Look, you fix it, I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you sickos! We're coming in, you guys! We're ready for you, nerds! Doomed! These feelings are natural, and I'm about to die for them! Just go fix the defense system, and I'll take care of the goons. Come on, you wimps! We're coming to get you! Get out of here, sickos! Also, weil er sich mal den Jürgen rubbeln wollte, ne? Den Jürgen würgen. Habe ich jetzt den Arsch voll. Und muss Sachen schützen, okay. To the barricade. Also die Barrikade ist durch. The outer barricade has been breached. Move back.
ne, ich mag es, mit Leuten zu diskutieren. Ich mag es, sie auf ihre Fehler hinzuweisen, ordentlich zu sagen, dass ihr doch behindert seid. Und dümmer als ein Haufen Scheiße. Ich mag es. Was soll ich tun? Aber ganz im Ernst, wenn jemand so ankommt, ne? Klemm dich hinter die Kartoffelkanone, geh zurück zum Opfer zur Tor, für die Barrikade, geh zur Barrikade. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn jemand so blöd ist und noch Ausreden sucht, um seine verfickte Stadt nicht mal sauber halten zu können, dann komm. Ja, komm. Das ist ja nicht einfach nur dumm. Und selbst ich krieg das hin. Aber so viel zum Thema heute. Dumme Menschen. Und mal im Ernst, ich habe täglich Schmerzen. Täglich. Es ist manchmal so schlimm, dass ich mich kaum bewegen kann oder mit Krücken laufen muss. Und selbst ich kriege es hin, mein Teil dazu beizutragen, dass diese Scheißstadt sauber bleibt. Selbst dass dieses beschissene Haus, in dem ich lebe, dass hier Ordnung herrscht. Selbst ich krieg das hin. Und wenn irgendwelche Nulpen dann behaupten von wegen, ja bla, ich kann nicht wie und wo. Alter. Ich möchte mir am liebsten ein Schwert durch den Schädel rammen. So starke Schmerzen habe ich täglich. Und dann lasse ich solche Ausreden einfach nicht gelten. Sowas finde ich einfach nur jämmerlich. Und so viel zum Thema, bei solchen Sachen kann Kashi wirklich am Rad drehen. Ach, sollte ich mal eine Rubrik machen, so von wegen, davon drehe ich völlig am Rad und so, ne? Diskussion ist alles. Ach die. Hey. I know, it's funny. I'm the girl in the dirty pictures, haha. What are you talking about? Ugh, don't pretend you don't know. Everybody knows. Knows what? There's posters of me all over town. Oh, those. Now everyone thinks I'm a slut. Great, my parents will be so proud. I'll probably get expelled. Look, it could be worse. How? How exactly could it be worse? I mean, sure, I've been a bitch at times, been nasty, but I don't deserve this. My life is over. I mean, I've always wanted to be a model, but not like this. Everybody's laughing at me. I can't bear it. Everybody's always laughing at me. Well, maybe you're not as insecure as I am, okay? I just wanted to be popular. Now everybody hates me. Well, I guess I deserve it. I tell you what, you wait here. I'll get rid of those posters for you, or at least cover them up. Would you? I'd do it myself, but I can't deal with it. I'm really losing it here. Just hang in there. Aber im Ernst, was sollte man wirklich eine Rubrik machen von wegen dafür, dabei dreht Kashi wirklich am Rad. Alter, bevor ich dir gleich die Fresse klein schlage, hau ab. Okay, eine Gebäude. Ja, aber da könnte ich echt am Rad drehen. Lol. Aber wenn man mal überlegt, was mich alles so täglich aufregen könnte, also. Oh lala. Was passiert? Sind wir mal im Ernst, ne? Also. Das sollte echt schon wirklich unter Strafe stellen. Nichts für die Gesellschaft zu tun. Das sollte man eigentlich unter Strafe stellen. Ich meine, auch wenn ich nicht so arbeiten kann, wie ich es früher gerne wollte,
tue ich immer noch was für die Gesellschaft. Ich repariere Sachen privat. Helfe den Leuten. Ich bin sozial. Und auch wenn ich vielleicht davon beeinflusst sein könnte, dass ich damals für das Projekt Saubere Stadt gearbeitet habe und echt gut Knete gemacht habe. Also wir haben Müll weggeräumt. Dafür schäme ich mich gar nicht, weil ich habe dafür gesorgt, dass die Stadt sauber bleibt. Und dass ich das heute dann auch noch gerne durchsetze, das ist gut. Aber wenn dann so irgendwelche Leute ankommen von wegen, so ich kann ja dies und das nicht und dann. Nee. Dann geht zu einer Meldestelle, ruf da an. That's just highly inappropriate. Someone covered you up, Mandy? Don't worry, I have a fresh poster. Hey. Doch. Hier ist im nächsten. Ich finde echt, Menschen sind einfach nur noch beschissen doof. So, es nervt mich. Aber echt. So, was nervt mich. Aber, naja. So ist halt die Welt, man steckt nicht in jeden Menschen, auch wenn man es gerne wollen würde. Das klang jetzt komisch, aber man weiß, wie es gemeint ist. Hallo. So ist halt das Leben. Thank you for shopping at Yum Yum. Es gibt gute Menschen und es gibt Arschlöcher. So, wollen wir das neue Plakat auch noch erledigen. Sorry. We're at the line of scrimmage. Fall over here instantly. Tim! Are you gonna cry now? Willst du jetzt weinen? Na, bist du schon am Weinen? Holst du schon? Vielleicht Mutti anrufen. Arschloch. So, einer fehlt da noch. Wo ist er denn? Um die Ecke. Mich verarschen? Wo ist der Pimmel? Das ist ein Bulle. Muss ich wirklich schneller sein als der Typ, der hier die Dinger verteilt oder was? Okay, Officer, ich prügel dich gleich zu Tode. Oh Mann. Lass mich doch in Ruhe, Spackos. So ist es, finde ich schon wieder nervig und stresst mich nur. Ich bin sauer, sorry. Fast geschafft, dann kommen solche Pisser an von mir. Nee. Reg mich auf. Reg mich auf. Hm.
Meine, da kommen sie noch zu zweit und zu dritt und lassen sie nicht in Ruhe und das ist so nervig. Dann ist es auch noch verdammt warm hier drin. Ich meine, es verzögert sich ja nur alles, weil es scheiße und warm ist. Aber es ist die Chance mal zu speichern. Kann man nämlich so später nochmal machen. Auch wenn ich mir langsam denke, das Spiel kriege ich doch nie durch. Das Outfit, Diskretion ist alles. Ah, Schwänzen oder Mission? Das würde sich auf meine Gesamtbenotung auswirken, oder? Ich schwänze. Ich glaube, heute schwänze es. Nerv mich nicht. You. Maybe you want to go out sometime? This is for you. I'm hungry already. So sweet. I can do this all day. Here, I'll show you. Auch nur, weil ich auf Rothaarige stehe. I heard like 10 people made out here. Bella. Wo war das denn jetzt? Ich schwänze jetzt einfach, weil ist mir scheißegal. Ich will das jetzt schaffen. Außerdem bin ich ja selber dann schuld, dass Mandy. Ja. Solche Fotos hat. Ich habe dafür gesorgt. I think I've got some mayonnaise on my pants. Lauf weiter, du Pimmel. Lauf weiter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Mom says I have a real temper. You'll see. Das Plakat ist verbuggt. Ich kann nicht mehr. Vielleicht, wenn ich die Map neu lade, also rein und rausgehe. Da wird ja die Map immer neu geladen. Na danke. Dann den Spacko vorbei. Was mich nebenbei wundert, eigentlich müsste das Laden der Overworld eigentlich viel länger dauern. Eigentlich. Kann nicht so schnell gehen. Ich meine, ja, es wird nur teilentladen. Aber eigentlich sollte es länger dauern. Eigentlich ja. Auch wenn es nur teilentladen wird. Und verpiss dich! Deine Mutter schwänzt. In meiner Hose, Junge. Ja, sieh, wenn da so ein Penner hinterher rennt. Good thing my wife didn't see me looking at that. This.
some art hater, obviously. Also ich sehe auf jeden Fall einen Typen zum Verprügeln. Da. Ochtel. So, Problem erledigt. Sorry, ich bin heute nicht mehr zum Spaßen aufgelegt. Ich verprügel euch einfach. Halt die Fresse! Nervige Menschen. Hallo? Geh dein Haus so oft vor, wie ich will. Thank you very much. Oh, nervig ist ein bisschen gerade. Spraydose? Ist im Weg. Geht der Unterricht auch mal bitte wieder vorbei. Dieses ganze Schwänzen geht mir noch gerade auf den Sack. Wo ist Mandy? Mandy ist da. Danke. Danke. Ich habe einen Haufen nerviger NPCs überlebt. Ich bin stolz auf mich. Oh nein. Nein, Jimmy, komm, warum? Warum so eine Tusse? Warum? Nein. Oh, Jimmy. Jimmy Hopkins delivers. Das ist ja nicht ja wirklich die Mandy-Situation. Ich glaube, das wird ja auch so nennen. Die Mandy-Situation. Da fällt mir gerade ein, was mich schon immer bei den Rockstar-Entwicklern interessieren würde. Welches Sitzsystem managt eigentlich die NPCs? Welches System dahinter? Alter. Kamera, ich hasse dich. So, Spackos erledigt. Komm mir nicht zu nah. Ich hasse immer noch Menschen, deswegen komm mir nicht zu nah. Rennen jetzt dran. Nur die falsche Taste. Ach, optional, oder? Ja, optional. Musik muss ich ja eigentlich nicht mehr machen, also. Bade. Die hab ich voll. Schickes Outfit. Hey, Jimmy. I've had a brilliant idea. Another one. Many are called, but few are chosen. Luckily for you, I've chosen you to help me carry out this little masterpiece,
My finest work! What are you talking about, you lunatic? I'm talking about what we're always talking about, amigo. About bullying the bullies. About my favorite dish. Revenge! Revenge? Against who? Who do you think? The football team! Those overdeveloped, underbrained lords of our little manor. Reduced to a bunch of sniveling wretches. Bowing down to my... You mean our? I meant our superiority. Us ruling like gentlemen over the peasants. Us? Us, yes. You ruling, of course. Me offering some sage advice. Doing all the thinking, that sort of thing. Merlin to your King Arthur. Whatever, what's the plan? Well, first, we need you to get the school mascot costume. And how do you suggest I do that? Well, go follow them. Wait for us to distract the gorillas. Go! While we still have hope! Und das sind immer diese kranken Leute, die dann irgendwann einfach in der Klapse landen. Oder Diktator spielen. Nein, ist das fette Vieh. Ups, Aufsichtsperson. Kletter ich doch lieber auf den Baum. Jetzt bin ich mal gespannt. Gut verprügeln wir ihn. Autsch. Touché. Ein Pieks mal einmal auf den Kopf, ne, und dann sowas.
was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Aber ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ja, zum großen Spiel. Warte, wir haben hier ja einen Speicherpunkt. War das nochmal? Genau. Dann würde ich sagen, ja, morgen. Morgen klingt gut. Ich habe ja gerade keinen Unterricht, das ist echt schön. Also muss man sich merken, je mehr Unterrichte man vollständig schafft, so weniger musst du in den Unterricht, dann hast du mehr Zeit für Spaß. Aber Leute, wir machen dann morgen weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Kashi, lass mal ein schönes Welcome, aber Like und dann sehen wir uns morgen wieder. Oh, da liegen Waffen. Dann freue ich mich schon auf euch, Leute, und dann hauen Sie rein und tschüss.